Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind zurück in der Preußen-Münster-Karriere und vor allem in der ersten Liga zum allerersten Mal. Wir haben ja den Durchmarsch geschafft. Jetzt sind wir hier am 1. Juli angekommen und müssen noch sehr viele Transfers eigentlich tätigen. Hier seht ihr gerade unsere Mannschaft, die ist an sich in Ordnung, bis auf hier Kock und Rodriguez, der ja gerade ja eher den verletzten Mason ersetzen muss, aber trotzdem brauchen wir vor allem einen Ersatzstürmer, einen Mittelfeldspieler vielleicht noch zur Hinterhand, aber auch ja auf anderen Positionen. Also wir müssen richtig viel machen. Dafür haben wir auch recht viel Transferbudget bekommen, nämlich 25 Millionen, und die müssen wir irgendwie ausgeben. Die Verträge müsst ihr schon verlängert haben. Moment. Die, klar, wir haben noch Jugendspieler in der Hinterhand, das ist natürlich auch noch so eine Sache, die man vielleicht hochziehen kann. Genau, Verträge habe ich schon verlängert, das wird eher nächste Saison ein Thema, denn hier sind sehr viele Spieler, die nur einen 2-Jahres-Vertrag haben, aber bisher ist noch alles im grünen Bereich. Jugendspieler haben wir auch noch, einen Torhüter, einen Innenverteidiger und einen Zehner. Mal schauen, was wir mit denen anstellen, denn die sind aktuell noch nicht so gut. Deswegen würde ich wirklich mal auf Transfers gehen und ja, mal schauen, was wir bekommen. Und deswegen simulieren wir jetzt einfach mal weiter. Der erste Abgang ist unter Dach und Fach, und zwar verlässt uns ein Spieler, und zwar Sontheimer. Er ist zwar erst in der letzten Saison gekommen, hat sich aber beschwert über seine Einsatzzeiten. Jetzt wird er verkauft, und zwar an Luton Town für 2,7 Millionen. Der nächste Abgang, und der schmerzt schon etwas mehr, denn uns verlässt leider Lassme. Auch innerhalb einer Saison kommt Einhofen um die Ecke und bietet einfach mal 17 Millionen. Das haben wir natürlich angenommen, und leider ja, müssen wir jetzt schweren Herzens diesen Stürmer abgeben. Zusätzlich habe ich auch noch einen Scout verpflichtet für 4 Millionen, denn sonst würde alles über einen Monat brauchen, Spieler zu scouten. Wir bekommen die Möglichkeit, ein Turnier auszuwählen, und natürlich werden wir das für 1,5 Millionen nehmen, was mit Abstand das Bestbezahlte ist, und deswegen nehmen wir das auch. Die erste Testspielpartie spielen wir in Unentschieden, und zwar in Höhe von 2 zu 2. Jetzt kommt ein Spieler, den ich schon seit längeren Jahren verpflichten möchte, und zwar kommt Morgalla, ursprünglich bei 1860, mittlerweile von Lens haben wir ihn geholt. Für 7,5 Millionen. Ich wollte ihn damals schon in der dritten Liga holen, dann hat ihn aber leider Lenz aufgekauft, und seitdem an war er zu teuer. Jetzt ist er nicht mehr zu teuer und auch noch besser als unsere Innenverteidiger. Somit habe ich ihn jetzt verpflichtet, und damit ist er definitiv eine Verstärkung des ja, mit Innenverteidigers. Mal schauen, ob er wirklich uns weiterhelfen kann. Das zweite Testspiel gewinnen wir, und zwar sehr knapp gegen Venedig mit 2 zu 1. Dafür ja, kriegen wir schon fast eine Klatsche gegen Nottingham Forest in Höhe von 2 zu 6. Und damit ja, werden wir wahrscheinlich nicht das Preisgeld gewonnen haben. Wir blicken natürlich trotzdem mal auf die Tabelle. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass wir irgendwas hier holen oder geholt haben. Denn ja, 4 Punkte werden nicht reichen. So ist es auch. Wir sind nur auf Platz 4. Brentford und Nottingham Forest sind mit Abstand erster bzw. zweiter. Ja, und damit haben wir leider kein Preisgeld gewonnen. Wir haben ja unbedingt noch einen Stürmer gebraucht. Den haben wir jetzt verpflichtet, und zwar vom FC Augsburg. Und zwar Philipp Tietz für nur 3 Millionen. Und damit haben wir ein Schnäppchen gemacht. Und er hat eine 74er Gesamtstärke, was auf jeden Fall nicht schlecht ist für unsere Verhältnisse. Wir haben einen neuen Mittelfeldmann verpflichtet. Er kommt vom FC Heidenheim. Ursprünglich spielt er nicht da. Ja, früher war er ein absolutes Talent. Mittlerweile ist er schon 30 Jahre alt. Und ja, ich denke, viele kennen ihn. Und zwar Dele Alli. Er hat eine 75er Gesamtstärke. Damit ist er gleich auf mit unseren Mittelfeldmännern. Und damit ja, stärken wir natürlich nochmal den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Ja, und damit haben wir natürlich trotzdem eine sehr, sehr gute Verpflichtung und vor allem günstige Verpflichtung getan für nur 4 Millionen. Der nächste Mittelfeldspieler kommt, und zwar ein, ja, echtes Schnäppchen, würde ich sagen. 6,8 Millionen haben wir bezahlt für Corentin Tolisso. Er war damals schon bei den Bayern sehr, sehr stark als Reservespieler. Hier wird er eher auch als Reservespieler handhaben, denn er hat zwar eine 78er Gesamtstärke, ist aber schon mittlerweile 32 Jahre alt, deswegen ist es wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich verschlechtert. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass er ein guter Transfer ist und natürlich auch die Lücke schließen kann. Es kommt wieder ein neuer Mann, und zwar hier ist er ein Stürmer. Wir trainieren ihn aber um zum zentral-offensiven Mittelfeldspieler. Den brauchen wir nämlich auch. Er hat eine 70er Gesamtstärke,
hat uns nur 1,3 Millionen gekostet, kommt von St. Pauli, ich rede von Johannes Egestein, hat auf jeden Fall noch etwas Potenzial und kann uns hier in einer Notsituation fast schon helfen. Denn ja, unsere Kaderbreite ist natürlich immer noch nicht so die allergrößte, aber sie hat sich jetzt auch schon verbessert. Mason muss erst von seiner Verletzung zurückkommen, die noch 3 Monate braucht. Deswegen ja, mal schauen, wie es hier so läuft mit ihm. Ich hätte ihn jetzt anstatt von Rodriguez gerne eingesetzt und Rodriguez halt für Mason. So hätte ich es jetzt gemacht. So schaut auch unsere aktuelle Top 11 aus. Dele Alli wird auch umtrainiert, genauso wie Tolisso. Tolisso wird zum zentralen Mittelfeldmann umtrainiert und Dele Alli zum Zehner. So würde dann unsere neue Formation auch ausschauen. Ja, nur ein Stürmer, dafür 3 offensive Mittelfeldspieler hier. Genau. Tietz, ja, wollte unbedingt eine Schlüsselrolle haben. Ich weiß nicht, wie lange er bei uns bleiben wird, denn eine Schlüsselrolle ist hier schon fast unmöglich, sich durchzusetzen gegen Adamu, der sich gleichzeitig auch noch verbessert. Deswegen mal schauen, wie sich hier alles entwickelt. Ich bin mit dieser Transferphase bisher sehr zufrieden. Und jetzt gehen wir auch rein in die erste Partie in der Bundesliga, wo wir auch das erste Mal sind, und zwar gegen Hertha BSC. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation, also mit derselben wie wir. Und damit gehen wir jetzt auch rein mit unserer neuen Top 11. Ja, gewinnen wollen wir natürlich, ob es möglich ist. Ja, werden wir nach der Partie jetzt sehen. Ich hoffe trotzdem auf 3 Punkte, wenn nicht sogar nur auf einen Punkt. Bevor ich es vergesse zu sagen, das Stadion habe ich auch ausgebaut. Ich habe es ein bisschen größer gemacht, jetzt nicht zu groß. Hier sehen wir es nochmal. Ja, genau. Ich bin sehr zufrieden mit dem Stadion und damit gehen wir jetzt auch rein in die erste Bundesliga-Partie. Meier jetzt auf den Flügel, rennt durch, sieht jetzt hier Adamu, Adamu am Ball, Adamu verliert den Ball. Corentino Tolisso jetzt auf Dele Alli und der auf Leroy, der scheitert aber am Torwart. Hertha jetzt auf den Flügel, die Hereingabe kommt, der Spieler ist relativ frei, Ziegler blockt den Ball und Schenk hält ihn hinterher. Freistoß jetzt für uns, Adamu bringt ihn rein und zwar auf Dele Alli, der kommt zum Kopfball, versenkt ihn in sein allererstes Bundesligaspiel und somit macht er auch den ersten Treffer in der Bundesliga für Preußen Münster und damit machen wir auch Tor Nummer 1 in dieser Partie. Sehr schöne Standardsituation, Adamu bringt ihn auf Dele Allis Kopf und der versenkt ihn einfach mal. Hartes Einsteigen von Egestein, dafür könnte es die gelbe Karte geben, der Schiedsrichter steht bereit für die rote Karte in der 71. Spielminute. Das ist kein gutes Spielerdebüt von Egestein, denn jetzt sind wir leider nur noch zu 10. Hertha BSC jetzt im Angriff. Ziegler muss auf die Außen. Die Hereingabe kommt rein. Treu klärt fürs Erste. Trotzdem bleibt Hertha BSC im Ballbesitz. Und dann kommt der Stoß in der 86. Spielminute und leider kassieren wir auch dieses Tor. Hertha-Spieler ist durch. Der Hertha-Spieler zieht ab und jetzt drehen sie sogar noch diese Partie. Das ist leider, ja, keine gute Leistung in den letzten Spielminuten. Nach dem Treffer pfeift auch der Schiedsrichter ab und das, ja, über das ganze Spiel waren wir richtig gut, waren sogar die bessere Mannschaft, würde ich sagen, aber in den letzten 5 Minuten kassieren wir einfach 2 Treffer und das ist nicht akzeptabel und somit holen wir jetzt die Niederlage. Nächste und letzte Partie der heutigen Folge steht an und diese bestreiten wir gegen den SC Freiburg, die mit einer 4-2-3-1-Formation beginnen und wir beginnen wieder mit derselben Top 11 und auch Aufstellung bis auf Egestein und Dele Alli, der hier ein bisschen angeschlagen ist. Deshalb muss Rasche etwas offensiver in diese Partie reingehen, aber trotzdem bin ich ja sehr gut der Überzeugung, dass wir hier vielleicht sowas reißen können. Gegen den SC Freiburg schwer wird es auf jeden Fall, aber ja, gegen Hertha hätten wir Punkte holen müssen, haben es leider nicht geschafft. Mal schauen, ob wir es vielleicht hier schaffen. Freiburg jetzt im Angriff, Ziegler versucht hier jetzt irgendwie die Passwege zuzustellen, trotzdem kommt die Flanke durch und der Ball geht rein in der 5. Spielminute und damit liegen wir auch zurück. Leroy ist am Ball, sieht jetzt hier Bellingham. Bellingham legt auf für Adamu. Adamu trifft 2 Minuten später nach dem Treffer von Freiburg und damit gleichen wir direkt aus. Bellingham jetzt auf dem Flügel, immer noch Chubb Bellingham. Der spielt auf Rodriguez. Rodriguez jetzt auf Rasche. Rasche sieht hier Freiraum, zieht ab und der Torhüter hält ihn aber. Rasche mit der Riesenflanke auf Rodriguez. Der ist jetzt auf dem Flügel, sieht jetzt Adamu. Adamu auf Chubb Bellingham. Bellingham
sieht jetzt hier auf den Flügel Troy. Troy rennt und rennt, sieht Leroy. Leroy ist frei, Leroy zieht ab, Leroy trifft in der 77. Spielminute und dadurch holen wir uns die Führung. Die Freiburger kommen jetzt nochmal in der letzten Spielminute, bringen die Hereingabe rein. Ziegler blockt nicht ab, Schenk hält nicht und somit gleichen sie aus. Und wieder war es in der letzten Spielminute, wo die Konzentration definitiv nachgelassen hat. Die Partie ist vorbei, wir geben die Führung her, holen aber mindestens einen Punkt raus und das ist relativ in Ordnung. Wie gesagt, ich wollte ja, wir sind Aufsteiger. Man muss auch realistisch sein, wir sind Aufsteiger. Ein Punkt ist auf jeden Fall zufriedenstellend und das ist auch der allererste in dieser Bundesliga-Saison. Beim nächsten Mal gibt es den Deadline Day, deswegen gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Die Tabelle zeige ich euch jetzt nicht, denn zwei Spieltage, ja, ist jetzt hier nicht das Allerwichtigste, die Tabelle zu zeigen. Auf jeden Fall, die erste Partie, die wir bestreiten, ist gegen den 1. FC Köln. Dann folgt Bochum, Werder Bremen, dann folgt Heidenheim im DFB-Pokal. Mal schauen, ob wir da weiterkommen können. Dann folgt der VfL Wolfsburg, dann kommt der VfB Stuttgart, RB Leipzig und zu guter Letzt kommt dann Borussia München Gladbach. Ich hoffe, euch hat diese Folge euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao!